Stopp. Leg dein Handy weg. Tu es nicht. Lösch diese lange Nachricht, die du ihm schicken wolltest. Ruf ihn nicht an, um zu fragen, wie es ihm geht. Schreib ihm nicht, ich vermisse dich. Ja, ich weiß, du fragst dich, ja, aber was wäre, wenn nichts wäre, wenn? Wenn er dich in seinem Leben haben wollen würde, dann wärst du in seinem Leben. Wenn du ihm wichtig wärst, dann würde er dich nicht verletzen. Und wenn er dich lieben würde, dann würde er alles in seiner Macht stehen tun, dass das mit euch beiden klappt. Er würde dich nicht gehen lassen, er würde dich nicht loslassen. Aber er macht nichts, weil du ihm nicht wichtig bist, weil er dich nicht liebt und weil er nicht an dich denkt. Wenn er abends nach Hause geht, dann legt er sich auf sein Kissen und schläft wie ein Baby. Und du stresst dich, du kannst nicht essen, du kannst nicht schlafen, du kannst nicht trinken, du denkst nur an ihn. Für was? Halte durch. Du wirst es schaffen. Nimm keinen Kontakt zu ihm auf. Lass einen Mann dir nicht zweimal sagen, dass er dich nicht will.